Es ist endlich wieder soweit. Die Militacom kehrt zurück und will sich in der Nations League nach den Pleiten in den WM-Playoffs wieder beweisen und sich dadurch auch so langsam aber sicher für die EM 2024 im schönen Deutschland vorbereiten. Stefan Kunz hat schon vor einigen Wochen gesagt, dass sich bezüglich des Kaders einiges ändern wird und so kam es auch. Bei der neuen Kadernominierung für die Nations League, Leute, sind ganze 5 neue Namen dabei. Darunter ist einmal der junge Cenk Özkocak dabei. Er ist seit August 2020 bei Olympique Lyon unter Vertrag. Diese Saison spielte er auf Leihbasis beim belgischen Erstligisten Haut-Heverlee Löwen und hat dort wirklich einiges an Erfahrung sammeln können. Dort konnte er sich auch gut beweisen, weshalb er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch gerne wieder von Lyon aufgenommen wird. Cenk ist als Innenverteidiger tätig, kann aber auch als linker Verteidiger spielen und ich glaube wirklich, dass die Militacom sehr von ihm profitieren wird. Die Nummer 2 der Militacom-Debütanten ist Eren Elmalı. Die meisten von euch kennen ihn und diese Nominierung dürfte deswegen auch die wenigsten von euch überraschen. Eren ist Stand heute mit einer der besten linken Verteidiger in der Super League und ist sogar schon auf dem Radar von großen Vereinen wie Fenerbahce und Co. Stefan Abe macht auch mit ihm alles richtig, wenn ihr mich fragt. Auf der Nummer 3 hätten wir dann einen Keeper. Statt Sinan Bollat ist er jetzt mit dabei. Doğan Alemdar ist gerade mal 19 und spielt momentan bei Stad Rennes. Ich hoffe, neben Altay und Urcan kann er auch mal spielen. Da kann jeder seine eigene Meinung über ihn bilden. Wichtig ist aber zu beachten, er ist noch jung. Ich will nur an die jungen Jahre von Altay erinnern. Da hatte er auch viele Katastrophenspiele gespielt. Wir sollten ihn also deshalb viel unterstützen und im Gegenteil nichts überstürzen, was die Meinung angeht. Jetzt haben wir einen Verteidiger, einen linken Verteidiger und einen Torwart. Das war's aber noch nicht, denn Stefan Kunz holt noch einen Hasen aus dem Hut, und zwar einen Stürmer. Einen, den viele von euch gar nicht auf den Kasten haben, und zwar Thiago Çukur. Ja, Thiago heißt er wirklich und ist ebenfalls wie Doğan gerade mal 19 Jahre alt. Er spielt momentan bei der U23-Mannschaft vom Watford und Beşiktaş soll sogar an ihm interessiert sein. Stefan Kunz hofft mit ihm auf frischen Wind, denn er ist hungrig und hat noch einiges zu beweisen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich so schlägt. Und Leute, zu allerletzt haben wir Ferdi Cadıoğlu. Er wäre eigentlich schon für die WM-Playoffs nominiert worden, aber durch seine Verletzung konnte er dann natürlich nicht spielen. Jetzt ist er aber zurück und so stark wie nie zuvor. Und ich denke und glaube wirklich, dass er so einiges anrichten kann in der Militacom. Bevor ich es vergesse, Umut Bozok und Yunus Akgün wurden zwar das letzte Mal auch schon nominiert, aber spielen konnte keiner von den beiden. Ich hoffe, auch sie können endlich ihr Debüt feiern. Der Rest des Kaders ist mit folgenden Spielern besetzt. Im Tor natürlich Altay und Urcan. In der Verteidigung hätten wir dann Mert Müldür, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak und Rıdvan Yılmaz. Im Mittelfeld und Sturm mit dabei sind Cengiz Ünder, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kokku, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal und Serdar Dursuy. Was haltet ihr von den Nominierungen? Fehlen euch ein paar Namen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich verabschiede mich aber somit und sage ciao und bis zum nächsten Mal.